Hallo und herzlich willkommen zu den Online-Opernaufführungen der Musikhochschule Würzburg. Ich bin Katharina Thoma, die Leiterin der Opernschule. Wir hatten für dieses Semester zwei Kammeropern geplant, Savitri und Harzutra. Und aufgrund der kleinen Besetzungen und dadurch, dass die Stücke im Prinzip nur aus Zweierszenen bestehen, war es tatsächlich möglich, die Stücke szenisch zu erarbeiten und jetzt zu präsentieren. Am 11. Mai fand via Zoom ein Konzeptionsgespräch statt. Wenn wir Publikum haben dürfen, machen wir vier Aufführungen. Vielleicht sind es dann nur Aufführungen mit 20 oder 30 Zuschauern, aber auch das ist schon mal besser als nichts. Was wir auf jeden Fall machen werden, egal wie viel Zuschauer, ob oder ob nicht, ist eine Aufzeichnung. Die wird dann, also wird nicht sofort gestreamt, aber sie wird ein bisschen bearbeitet, schick gemacht, ins Internet gestellt auf der Hochschulseite. 4 Wochen lang kann man dann unsere Produktion ansehen. Ihr könnt alle Leute einladen, guckt euch das an und so weiter. Es dauerte dann noch ein paar Tage, bis wir die Hochschule betreten durften und am 15. Mai die Proben beginnen konnten. Unser kleines Vokalensemble, was in Savitri noch mitwirkt, hat erstmal Open Air geprobt. Natürlich fanden unsere szenischen Proben unter gewissen Sicherheitsauflagen statt. So haben alle, die gerade nicht sangen oder nur summten, Vokalisen sangen, Mundschutz getragen. Wir trugen Handschuhe, wir haben auf Abstandsregeln geachtet und es wurde regelmäßig gelüftet. Ich bin die Megan, ich spiele die Savitri. Wir sind jetzt beim Luftungspause, 15 Minuten zwischen die unterschiedlichen Probenzeiten, was wir jede 45 Minuten machen, 15 Minuten, ins frische Luft kommen und weg von Tod und ja, den ganzen Abenteuer, die da drin passiert. Wir haben heute die Chor dabei, was super schön ist und ja, dann in 10, 7 Minuten machen wir weiter und müssen wieder das Licht ausmachen und ins dunkle Theater weitergehen. So konnten wir diese beiden Kammeropern erarbeiten. Es sind zwei Stücke, die zeitlich knapp 100 Jahre auseinander liegen. Savitri von Gustav Holst wurde uraufgeführt 1916 und basiert auf einer Episode aus dem indischen Epos Mahabharata. Es handelt von einer Frau, Savitri, die durch Klugheit und Freundlichkeit den Tod dazu überreden kann, ihren gerade verstorbenen Mann Satyavan ihr zurückzugeben. Der Tod gewährt ihr einen Wunsch für sie, nicht für Satyavan, und sie wünscht sich ewiges Leben. Das ist für sie aber nur einlösbar, wenn sie ihr Leben in künftige Generationen tragen kann, wenn sie also Mutter werden kann. Und das kann sie eben nur mit Satyavan. So kommt er zurück zu ihr ins Leben. Wir kriegen eine sehr stark idealisierte Sichtweise auf das Thema Mutterschaft, Elternschaft präsentiert in diesem Stück. Das wird gebrochen und konterkariert durch das zweite Werk, Harzutra von Christian Jost, uraufgeführt 2013. Es basiert auf einer Kurzgeschichte von der chinesischen Autorin Eileen Zhang und handelt von einer jungen Frau, Xiao Han, die sich emotional zwischen ihre Eltern gedrängt hat, die sehr stark fixiert ist auf ihren Vater. Und so ist sie zur stärksten Konkurrentin ihrer Mutter geworden. Der Vater löst sich aus dem Dilemma, indem er ein Verhältnis beginnt mit Xiaohans bester Freundin. Die beiden verlassenen Frauen müssen mit ihrer Enttäuschung zurechtkommen und finden dabei aber zum ersten Mal seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten, zu einer offenen Aussprache. Und man hat das Gefühl, dass ein Weg aus diesem emotionalen Chaos herausführen wird. Die beiden Stücke sind also verbunden durch den fernöstlichen thematischen Bezug. Andererseits sind sie eine Spiegelung durch die sehr unterschiedliche Sichtweise auf Themen wie Mutterschaft oder Elterndasein. Und so freuen wir uns, diese beiden Werke als Kombination präsentieren zu können. Hallo, ich bin Misan, ich singe Xiao Han. Hallo, und ich bin Tamara, ich singe die Mrs. Su. Xiao Han ist ein Charakter, der nicht erwachsen werden will, so wie Peter Pan. Und ihre Familie sieht nach außen perfekt. Aber es gibt viele Konflikte. Ja, sie ist zum Beispiel immer sehr frech zu ihrer Mutter.
weil sie den Vater weil sie den Vater liebt. Ja. Ach. Das ist natürlich ziemlich problematisch. Und das macht auch meine Rolle so spannend. Ich finde es irgendwie cool, den Konflikt zu spielen, den die Mrs. Su ja immer hat zwischen ihren zwei Rollen als Mutter und als Ehefrau. Und dann eben auch die Konkurrenz zu ihrer Tochter um den Ehemann, die ja dann letztendlich dazu führt, dass sie die Tochter wegschickt zur Tante. Ja, das finde ich ziemlich spannend, das spielen und singen zu dürfen. Ja, ich bin Christian Joost, der Komponist der Oper Hatsutra, die hier an der Musikhochschule in Würzburg neu einstudiert wurde. Und die erste Produktion, glaube ich, nach oder halt noch so halb in der Pandemie drinsteckend, haben hier die jungen Sänger und Sängerinnen, junge Musiker, eine unglaublich intensive und nach Lebenslust und Bühnenaufführbarkeit schreiende Inszenierung und Darstellung vollbracht, die mich wirklich sehr, 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 sehr bewegt und die auch wieder zeigt, wie wichtig das ist, dass wir Kunst machen, dass wir Kunst brauchen, dass wir Musiktheater spielen, dass wir Stücke spielen, die den Humanismus in Frage stellen, die ihm huldigen und die nach der Subtilität des Lebens suchen und das versuchen auf eine sehr, sehr emotionale und mitreißende Form darzustellen. Das ist Musiktheater und das ist lebenswichtig, dass wir das haben und dass wir das fördern. Darum beneidet uns die ganze Welt. Und dass das jetzt hier an dieser Hochschule stattfinden kann, ist ganz wunderbar und gibt so viel Hoffnung in die Zukunft. Um den Sängernachwuchs in Deutschland muss man sich keine Sorgen machen. Das ist bestens aufgehoben hier im Haus. Und es gibt aber auch Hoffnung dessen, was wir brauchen an menschlichem Ausdruck und wie wir ihn auf der Bühne darstellen und mitteilsam für alle empathiereich darstellen können. Und darüber bin ich sehr, sehr froh und dankbar, dass das hier stattfindet und dass die Menschen nun die Gelegenheit haben, diese tolle Produktion sehen zu können. Um alle unsere beteiligten Sängerinnen und Sänger hier in dieser Internetübertragung zeigen zu können, gibt es einige Schnitte. In Savitri hören Sie in der Rolle des Satyavan zunächst Stefan Schneider und später Zhao Chuangwang. Den Tod übernimmt zunächst Yao Liu und später Hernán Vuga. Und auch in Hatsutra gibt es eine Doppelbesetzung. Die Mutter, Mrs. Su, wird zunächst dargestellt von Tamara Nüssel und in der letzten Szene dann von Suna Kim. Viel Vergnügen mit unseren Kammeropern.